Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zum Tagesthema. Gerne lade ich Sie dazu ein, dass wir miteinander den Engel des Herrn beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach: Sieh, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Herr, gib unseren Verstorbenen, wir gedenken unseres Herrn Pfarrers Hans Buschor, der Wohltäter des KTV, wir gedenken unserer verstorbenen Angehörigen und Bekannten, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lasse sie ruhen in Frieden. Amen. Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi, und wahrer Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde des KTV, herzlich willkommen zu diesem Tagesthema, jetzt wenige Tage vor dem Fest Maria Lichtmess oder wie es heute auch heißt, der Darstellung des Herrn, das uns daran erinnert, dass Maria und Josef 40 Tage nach der Geburt des Herrn das Jesuskind zum Tempel gebracht haben und es dort dem Gesetz Mose entsprechend als Erstgeburt dem Herrn geweiht haben.
Maria und Josef haben dem Gesetz Mose entsprochen. Der Sohn Gottes hätte gewiss nicht zum Tempel gebracht werden müssen. Als Sohn Gottes ist er heilig und immer im innigsten Bezug schon zu seinem himmlischen Vater und zum Heiligen Geist gestanden. Doch Josef und Maria, sie übertreten nicht die grundlegenden Gesetze, die von Mose gegeben sind, sondern Jesus Christus ist gekommen, um das Gesetz und die Weisungen Gottes zu erfüllen als Sohn Gottes. Nachdem wir uns gestern und vorgestern der sehr schwierigen Frage der eigentlichen Existenz des Lebens, warum etwas existiert und nicht vielmehr nicht ist, zugewandt haben und auch der Frage nach dem Ursprung des Bösen, gehen wir nun in etwas einfachere Fragen hinein, die wir uns vielleicht auch selber schon gestellt haben. Hallo, meine Frage ist, unterschiedlich zwischen Exorzismus und Exerzitien. Das ist meine Frage, unterschiedlich. Ich will wissen, weil ich habe eine geistige Probleme. Ich gehe in die katholische Kirche, ich bin katholisch, aber ich finde keiner versteht mein Problem zu mir schicken bei Exorzismus. Ich brauche Exorzismus und sie schicken mir Exorzisten. Jetzt, ich will, dass der Pfarrer antwortet mich, wohin? Was muss ich machen? Dankeschön. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber meine Sprache ist Französisch, aber ich denke, ist klar. Danke. Tschö. Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Exorzismus und Exerzitien. Leichter zu erklären sind Exerzitien. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich eine Übung. Im Französischen sprechen wir von Exercice. Exerzitien sind dazu da, als eine Zeitspanne von mehreren Tagen, eines Tages oder einer Woche oder einer längeren Zeitspanne. Die ignatianischen Exerzitien erstrecken sich über die Zeitspanne von 30 Tagen, um uns von einem geistlichen Lehrer in geistliche Übungen einleiten zu lassen, sodass wir das geistliche Leben vervollkommnen können und so im Glauben heranreifen dürfen, in der Hoffnung heranreifen dürfen und zu einer vollkommenen Liebe herangeführt werden dürfen. Der Exorzismus aber ist den Priestern aufgetragen, die vom Bischof dazu den Auftrag, die Sendung bekommen haben, den Ungeist, den Teufel, auf Deutsch übersetzt Exorcisare, hinaus zu beschwören. Das heißt, dass ein Priester in der Vollmacht Jesu Christi zu handeln hat, um einen Ungeist aus einem Menschen, aus einem Ort oder aus einem Gegenstand herauszulösen, damit der Ungeist mit seinen zerstörerischen Folgen nicht mehr weiterwirken kann. Das Böse zu brechen, damit ein Mensch im Guten weiterleben kann. Exorzisten sind vom Bischof beauftragt. Sie haben die Unterscheidung der Geister vorzunehmen. Auch wenn eine Person an einen Exorzisten gelangt und meint,
er würde in einem Ungeist, von einem Ungeist geplagt, vom Teufel geplagt, so hat der Exorzist im Auftrag, in der Sendung des Bischofs, die Unterscheidung vorzunehmen, in welchem Sinn das sein könnte. Wenn die Priester sie nun zu Exerzitien geschickt haben, könnte es sein, dass sie bei ihnen gar nicht eine Besessenheit oder Umsessenheit festgestellt haben, sondern eine Schwäche des Glaubens und sie darum in Exerzitien geschickt haben, damit sie ihren Glauben durch Meister des Glaubens, durch gottessuchende Menschen bestärken lassen können. Wer ist zuständig für Exorzismen, für Teufelsaustreibungen, wie es dann auf Deutsch übersetzt heißt? Zuständig im Bistum ist der Bischof selbst. Und der Bischof beauftragt erfahrene Priester, die in seinem Auftrag, im Auftrag des Bischofs, Menschen, die von sich wähnen, dass sie von einem Ungeist oder von Ungeistern besessen oder umsessen wären, dass sie diese Menschen heilen. Im Auftrag Jesu Christi selber, der seine Jünger ausgesandt hat, um die Menschen von den Dämonen, vom Ungeistern zu befreien. Also sie könnten sich dem Bischof selber zuwenden, in ihrem Bistum, in dem sie leben, wenn sie einen Exorzismus wünschen für sich. Nun gibt es aber die Schwierigkeit, ganz besonders im deutschsprachigen Raum, dass in sehr vielen Bistümern es gar keinen Exorzisten gibt, der diesen Auftrag erhalten hätte. Und darum wäre eine Hinwendung zum eigentlichen Diözesanbischof wichtig. Das ist in Nordamerika geschehen. Während hier in Europa die Sendung als Exorzisten an manchen Bistümern einfach eliminiert und abgeschafft wurde, ist in Nordamerika die Bewegung da, dass die Bischöfe Exorzisten benennen und beauftragen, dass sie im Dienst des Bischofs den Menschen in der Überwindung und in der Befreiung vom Ungeist und Ungeistern helfen dürfen. Es wird gewiss eine Frage der Zeit sein, dass auch die Oberhirten der Bistümer in Europa sich rückbesinnen müssen, weil die Not der Menschen unendlich groß ist. Und wir diesen Dienst der Befreiung vom Ungeistern nötig hätten. So viele Menschen beklagen sich, dass sie in ihrer Hilflosigkeit eben eine Befreiung vom Ungeist bitten. Der stärkste Exorzismus, den wir erbitten können von der Kirche, ist wohl das Sakrament der heiligen Beichte, indem wir Anteil haben am Kreuzesopfer Jesu Christi in der Vergebung der Sünden durch den Herrn. Zur heiligen Beichte gehört eine Gewissenserforschung, die Absicht, alle Sünden bekennen zu wollen und ein reines Herz zu erbitten von Gott.
Dann können wir auch die heiligen Sakramente empfangen, die heilige Kommunion. Dann können wir auch in die göttliche Liturgie hineingehen. Und die heiligen Sakramente werden uns den Schutz geben. Den Schutz Gottes, den er uns schenken will, damit wir angesichts des Ungeistes, der Gewalt und Zerstörungswut in dieser Welt bestehen können. So ist also der erste Gang an und für sich der Gang zur heiligen Beichte. Dort, wo wir selber dann die Schwierigkeit empfinden würden, dass wir trotzdem in uns einen Ungeist wahrnehmen würden, dort erst wäre dann der zweite Schritt, dass wir uns unserem Bischof anvertrauen, der für uns zuständig ist im Bistum, in dem wir leben, um dann den Bischof zu bitten, dass er sie in Verbindung mit einem Exorzisten führen möge. Falls diese Bitte bei Ihnen nicht auf Gehör stoßen würde, in Ihrem eigenen Bistum, und Sie diese Hilfe nicht erfahren könnten, falls Ihre Bitte eben auch mit einer Antwort belegt würde, sich einem Psychiater oder dem Gesundheitswesen anzuvertrauen und Sie in dieser Frage alleine gelassen würden, ist es wichtig, dass Sie vielleicht eben auch mit einem Seelsorger, der das Verständnis zu Ihnen hat, dass Sie sich ihm anvertrauen könnten und seine Hilfe in Anspruch nehmen könnten, damit Sie mit einem Seelsorger zusammen diese Schwierigkeit, die Sie in sich spüren, überwinden können, um sich in Freude des Glaubens ganz in die Begegnung Gottes hineingeben zu können, so dass wir uns aus den Schuldzusammenhängen mit der Hilfe Gottes herauslösen lassen dürfen. Gehen wir in ein Gebet hinein, das uns geschenkt ist, im nächsten Beitrag. Guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich möchte, wenn Sie erlauben, gerne für alle Menschen beten und bitten, die Schuld auf sich geladen haben und gesündigt haben. Barmherziger Gott, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Barmherziger Gott, es tut mir so leid, dass wir als Menschen dich so oft beleidigt haben und gegen dich gesündigt haben. Bitte verzeih uns unsere Sünden und lass uns irgendwann dich schauen von Angesicht zu Angesicht. In deinem Haus sind viele Wohnungen, wie Jesus Christus gesagt hat, dein Sohn, unser Herr und Gott. Und wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wir wissen nicht oft, was wir tun. Wir sind so im Alltag eingebunden, dass wir Schuld begehen. Verzeih uns unsere Sünden. Wir bereuen sehr. Amen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gebet, das wir auch im Rosenkranzgebet mit anbringen können. Und eben auch zu dieser persönlichen Begegnung
mit dem lebendigen Gott führen möchte. Eine einfache Frage ist im nächsten Beitrag zu beantworten. So gehen wir in den nächsten Beitrag hinein. Meine Frage wäre, was ist bei der Heiligen Messe für ein Unterschied zwischen Lesung und Evangelium? Die Lesung teilt einmal meistens ein Laie, das die Lesung liest, und das Evangelium nur ein Priester. Danke, Pfarrer Schuler. Wir haben in der Heiligen Schrift 4 Evangelien aufgeführt. Das Matthäusevangelium, das Markusevangelium, das Lukasevangelium, das Johannesevangelium. In diesen 4 Evangelien ist die Botschaft Jesu Christi in seiner ganzen Fülle enthalten. Die Heilige Schrift aber umfasst 42 Bücher. Das heißt, aus den anderen 68 Büchern der Heiligen Schrift werden Lesungen entnommen, die in der volkssprachlichen Liturgie von einem Laien, von einem Mitglied der Gemeinde verkündet werden darf. Es ist Wort Gottes. Das Evangelium ist dem Priester vorgetragen, der die Heilige Messe aufgetragen zu verkünden, der Heiligen Messfeier vorsteht oder dann einem Diakon, der mitfeiert. Die Lesungen, sie führen auf das Evangelium hin, in denen die ganze Erfahrung des Volkes Israel, aber auch der christlichen Gemeinde zur Sprache kommt und erfüllt wird. Die Lesungen können aus dem Alten Testament sein oder auch aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, aus den Briefen des Paulus, aus den verschiedenen Briefen der Apostel und Evangelisten und auch aus dem Johannesbriefe zum Beispiel oder auch aus der Offenbarung des Herrn oder dem Hebräerbrief. Dies ist der Unterschied zwischen Lesung und Evangelium. Das Evangelium ist so etwas wie der Kern der christlichen Verkündigung, der den Priestern aufgetragen ist, im Auftrag und im Namen der Kirche auch in der Homilie, in der Predigt, für unseren Alltag, für unser Leben zu erläutern und auszulegen. So möchten wir nun auch noch den nächsten Beitrag einbringen. Es ist ein Dank an den Diakon von Davos, Ernst Niederberger, für seine Sonntagspredigt. Herzlich danken möchte ich Herrn Diakon Ernst Niederberger für seine gestrige Sonntagspredigung. Auch Sie seien gesegnet. Diesen Dank werde ich gerne weiterleiten. Er möge auch Ernst Niederberger in seinem besonderen Dienst als Diakon in der Verkündigung des Evangeliums, zu dem er bereits schon beauftragt worden ist, bestärken. Nun eine Frage, die immer wieder auch angebracht wird im nächsten Beitrag. Ja, schönen guten Tag, Herr Pfarrer Schuler. Ich habe jetzt mal in einer katholischen Zeitschrift gelesen, dass man das eigentlich nicht machen sollte, wenn man sich im Fernsehgottesdienst anschaut. Und da würde das Kreuz gezeigt, dass man sich wie in der Kirche davor niederknien sollte. Das wäre halt eigentlich nicht statthaft.
Wenn Sie mir da mal eine Antwort drauf geben könnten. Vielen Dank und alles Gute. Grüß Gott, bis dahin. Es ist ein Auftrag der deutschen, schweizerischen und österreichischen Bischofskonferenzen, dass eine Übertragung des Gottesdienstes der Heiligen Messe über das Fernsehen, über die Medien live zu sein hat. Also in diesem Augenblick stattzufinden hat. Auch die Kirche hat in den 1960er Jahren anerkannt, dass eine Übertragung der Heiligen Messe über das Radio vollgültig mitgefeiert werden kann. In den 70er Jahren wurde diese Erlaubnis auch für das Fernsehen zugesprochen und in den 1990er Jahren auch für das Internet schon. Das heißt also, dass wo wir zum Gebet eingeladen werden und das Fernsehgerät, die Medien als Hilfsmittel einsetzen, um ins Gebet, in die Anbetung hineinzugehen, können wir diese Anbetung, die live sein muss, sonst muss es gekennzeichnet sein, können wir diese Anbetung auch bei uns zu Hause vergegenwärtigen. Diese Zeitschrift also müsste korrigiert werden. Also der Autor dieses Berichts müsste korrigiert werden, denn wir können uns sehr wohl auch über die Medien diesen Segen erbitten, den der Papst spendet auf dem Petersplatz, aber auch nicht an den Ort gebunden, auch über die Medien, über Radio, Fernsehen oder den Computer. So müsste also diese Aussage korrigiert werden und bereinigt werden, sodass Sie keinen Zweifel zu haben brauchen, dort, wo Sie mitfeiern. Und die Mitfeier soll nicht einfach nebenbei geschehen, sondern in Tat und Wahrheit echt, dass wir auch wirklich den Segen erbitten. Von der Kirche, von den Priestern, die in diesem Augenblick von dem Ort aus, an dem sie die heilige Liturgie feiern, auch Ihnen über KTV, über die anderen Medien, Radio oder Computer, über die anderen Sendeanstalten den Segen zukommen lassen können. Nach Vorgabe der Bischofskonferenzen hat dies live zu sein. Wenn Sie zeitversetzt dann mitfeiern, dann wissen Sie, dass diese Zeitversetzung da ist. Sie können aber auch dann vollgültig mitfeiern, im Bewusstsein, in der Geistwirklichkeit sind wir weder an Zeit noch an einen Raum gebunden, sondern ganz vereint mit dem Wirken, dem Heilswirken und der Heilsabsicht Gottes an uns Menschen und an der ganzen Schöpfung. Wir haben noch Zeit, kurz, für eine letzte Frage. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schuler. Ich hätte da eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen altkatholisch, Urchristen und Katholiken? Ich finde es auch immer interessant, wenn Sie über Tagesheilige oder überhaupt über Heilige berichten. Danke für Ihre Antwort. Für Sie alles Gute und Gottes Segen. Danke. Altkatholiken werden in der Schweiz oder auch in Deutschland, auch in Österreich gibt es eine Gruppe von Altkatholiken, jene Gläubigen genannt, die nach der Verkündigung des Dogmas von der Unfehlbarkeit
des Papstes der Ex-Kathedra spricht, der dann diese Gläubigen, die haben sich dann von der katholischen Kirche 1881-82 getrennt, weil sie dieses Dogma nicht annehmen wollten. Diese Gläubigen nennen sich Altkatholiken. In der Schweiz sind es zwischen 10.000 und 20.000 Gläubige, die sich noch zur altkatholischen Kirche oder Christkatholiken bekennen. Auch in Deutschland ist es ungefähr diese Anzahl von Gläubigen, die das letzte Dogma 1881 von der Unfehlbarkeit des Papstes nicht annehmen konnten. Altkatholische Priester werden bei uns in der Schweiz in der reformierten Kirche ausgebildet, in Bern. Und die Zahl der Altkatholiken ist im Schwinden begriffen. So sind sie im Unterschied zu den Urchristen, wie sie genannt haben. Die Urchristen, das wären jene Christen, die direkt in der Zeit der Apostel, in der Zeit, nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tag, die Urchristen werden als jene Christen zu benennen, die im Urchristentum in der ersten Zeit der christlichen Kirche gelebt haben. Viele von ihnen haben ihr Leben als Märtyrer hingegeben. Und die katholische Kirche ist die Kirche, die sich auf die Apostel gründet. Die Apostel, die von Jesus Christus den Auftrag bekommen haben, das Evangelium zu verkünden und in die Welt hinauszutragen. Katholisch heißt auf Deutsch übersetzt allumfassend, allgemein. Die katholische Kirche beruft sich also auf die Überlieferung der Apostel und auf die Nachfolge Jesu Christi, die den Aposteln zu leben aufgetragen worden ist. Die katholische Kirche ist heute die größte Kirche mit den meisten Gläubigen auf dieser Welt. 1,3 Milliarden Gläubige zählen sich zur katholischen Kirche und die Bischöfe berufen sich auf die Sukzession der Apostel. Das heißt, dass ihr Apostelamt sich auf die Apostel, auf die 12 Apostel, die Jesus, von Jesus Christus in die Welt ausgesandt worden sind, berufen. Ich hoffe, dass es mir möglich war, Ihnen diese Frage zu beantworten. Ich freue mich auch darauf, wenn Sie Ihre eigenen Fragen stellen mögen, auf den Telefonbeantworter, dessen Nummer Sie hier eingeblendet sehen. Und ich freue mich auch darauf, wenn ich Sie am nächsten Sonntag wieder sehen kann. Als Buchvorschlag, um sich den Heiligen zuzuwenden, gibt es wieder neu aufgelegt ein Buch über die Heiligen, das Leben der Heiligen, das in einem Eigenverlag von Frau Trudi Sträßle herausgegeben worden ist, aus Kirchberg in der Schweiz. Und es ist ein Buch, das im Benziger Verlag von Pater Otto Bitschnau erschienen ist. Es ist im letzten Jahr, im November, dann als Neuauflage herausgekommen. Die ISBN-Nummer lautet 978-3033-09-121-4.
So ist dieses Buch also noch weiter wieder erhältlich in einer Neuauflage, falls jemand sich für die Heiligen interessiert, um an vielen Tagen des Jahres doch auch die Lebensgeschichte eines Heiligen betrachten zu können. Oder dann im Internet, im ökumenischen Heiligenlexikon, das im Internet aufgeschaltet ist. Ihnen wünsche ich eine gute Zeit und ich freue mich auf das Wiedersehen am nächsten Sonntag.